Mark Weber. Ja, komm, gib Gas. Gib Gas hier. Keine Zeit. Hab Fernduell. Mach hin. Ich hab auch ein Fernduell. Komm. Ali kriegt nicht mehr. Jetzt zieh. Ja, Ali fliegt ja auch über die Fläche. Der fährt nicht, der fliegt. Ito kriegt das DRS. Und Ito wird mich jetzt überholen auf der Geraden. Nee, ich fahr auch mit ganz viel Flügel. Achso, okay. Kann ich dir sagen, mein Kerl ist auch kaputt. 286, 87. Wow, Meister. Was hast du denn da? Ja, da war auch die Bremse kaputt. Ich will das nicht. Ich hab versucht, Topspeed zu fahren. Die Bremse ein bisschen vergessen. Da habe ich Ali beinahe abgeschossen. Ja, beinahe. Ja, richtig so. Jeder soll mal hier diskriminiert werden. Alter, mein Pad ist am vibrieren. Irgendwas stimmt hier nicht. Kannst du doch umtauschen. Nein. Mach ich hier gerade auf das Spiel. Jetzt hat's aufgehört. Meine Güte, du. Noch umtauschen. Doch, hat mir jemand auf. Ja. Genau. Ja. Fahr mal rechts rein, ich muss zu den Roten. Oh, das kann ich nicht mehr. Komm jetzt. Ey, Herr Verkäufer, ich muss das Pad umtauschen. Wir fahren gerade ein Rennen. Das ist nur am Vibrieren hier. Das ist Flo und jetzt ist der so lahmarschig oder was? Und fährt mir in die Karre. Ja, aber dann brauchen wir nicht in die Karre fahren. Ja, das ist natürlich auch wieder wahr. Lass ihn extra vorbei. Wenn ich ihn abschieße, wenn ich Flo jetzt abschieße, dann bin ich Vierter. Und du kriegst die Strafe. Ja, aber vielleicht. Oh, Ricardo, hau ab. Ey, oh, aber jetzt kann ich's, wenn ich jetzt dranbleibe, mache ich ihn nervös. Vielleicht mache ich einen Fehler. Ah. Weil er denkt, ich bin richtig. Oh, Mann. Der fährt die Kurve genauso wie ich. So, ich hetz jetzt Flo. Ey, Ricardo! Oh. Fick dich, ey. So voll in Action oder so ganz leise. Fick dich, ey. Ich hab grad echt schon Herzkasper gekriegt, wie Thomas da auf der Straße Willy macht, weißt? Ja. Das machen wir aber alle irgendwie. Der macht so wie du, er springt hin. Ein Donut meine ich, ein Donut, kein Willy. Der macht da keinen Platz. Verpiss du, ey, das ist doch. Box hier gleich einen raus, ey. Schon wieder so scheiße, dass ich hier nur mit dem dritten durchkomme. Ey, jetzt ist hier alles für'n Arsch. Was ist denn da? Unfall in Sektor 2. Gelbe Flaggen, Überholverbot. Warst du drin, Momo? Nö, bei mir ist nichts. Achso, ja, drin war ich. Achso, ich wollte gerade sagen, weil ich bin in die Box gefahren und hab trotzdem noch 28 Sekunden.
Kost auch drin? Ich hab hier nichts im Sektor 2. Aber ich fahr noch einmal rein. Beim nächsten Sektor 2 auch nichts. Das hat er mir gerade angesagt. Unfall. Ja, Ito, du fährst doch wieder woanders wahrscheinlich. Momo, langsam geht's ans Taktieren. Geile Zeit, 44,999. Bobby, warst du in der Box? Nö. Ich war gerade an der Box. Aber ich habe das Gefühl, dass die Zeit hier irgendwann anfängt zu spinnen. Sobald hier irgendeiner von den Bobs irgendein leckert. Ist das der Zwenny? Ja, von der Kurvenlinie ist der Zwenny. Ja. Er möchte gerne Sechster werden. Wie, Zwenny Sechster? Wird, möchte gleich Sechster werden. Und davor ist Momo? Ja. Okay, Momo. Tschüss, Momo. Ey, nicht. Wo bist du denn? Ja, Linie mach ich dir frei, da willst du nicht! Und jetzt ist der Kurs abgeschossen! Was ist das denn dein Ernst? Bitte, Svenny! Ich liebe es, wenn Maurice Cordero spielt. Aber Svenny, jetzt musst du was draus machen. Ja, ich bin einmal Gas, aber ne. Naja. Da hab ich den Momo schon ein bisschen abgedrängt. Ein bisschen ist gut. Das ist das Karma, das muss ich jetzt zu dir rübergeben. Ihr müsst euch dann einen Screenshot von den Punkten machen, einer, ne? Ja. Ja, mach ich. Ich hab's ja auf Video. Ja, aber das nützt ja nichts. Warum ein Screenshot? Wieso? Ich kann auch davon Screenie machen dann. Achso, Momo, bin ich der springende Punkt, oder? Nee, also jetzt gerade nicht. Hab ich mich verbremst, na toll. Fahr vorbei, Sven. Thomas fliegt über den Acker. Ja. Ah, du bist hinter mir. Thomas fliegt über das Kiesbett. Warum? Thomas lässt mich vorbei. Danke. Mein Thomas flog über das Kuckucksnest. Das ist das Flugzeug wieder. Ich fahr jetzt an die Wand. Das hat noch gefehlt. Aber Sven hebt auch so schön ab in der ersten Kurve. Gleich. Eben alle ziemlich. Ja, ist mit der Front, ne? Dann habt ihr alle zwar Auftrieb, aber keinen Abtrieb. Boah, vier Meter in der Strecke. Das sah schön aus. Alex, Dschungelcamp läuft, du wolltest da auch zugucken. Na. Ja, ich hab's schon eingeschaltet. Na ja, gut, Shopping nach. Dschungelcamp zu gucken nebenbei oder was? Weil ab wann ist es genau? Dann kann ich es gleich im Anschluss. Kommen. Ich hab heute schlechtes Karma, ich merk's. Bei die Boxenmauer. Hätte ich auch schon fast geknutscht. Nase fahr ich mir ab, fahr den euren Bots hin. Wow, was macht denn Maldo Nase? Ich gewinn heute nicht. Der tickt ja nicht ganz selber. Das Fenfeld in der Box ist auch schön.
Oh, nicht schon wieder die Kette hemmen. Geht weg! Geht weg! Könnt ihr eigentlich noch mal eine Box fahren? Mach mal. Mal gucken. Oh, jetzt habe ich schon wieder Hamilton vor mir. Meine Reifen sind auch fick und fertig, aber ich fahre. Weiß ich noch nicht, ob ich noch mal reinfahre. Wie oft warst du denn? Die sind schon wieder sehr dunkel. Drin war ich jetzt zweimal. Oh krass, mit zweimal fertig war ich krass. Ich war stark. Mit weich gestartet habe ich das zweite Mal hart. Ja, ich bin auf weich gestartet und dann immer auf hart. Viermal. Also, ja, doch viermal schon. Ich hab's genau umgekehrt gemacht. Alter Schwede. Ja, weil das genau aufgeht von meinem Reifenverschleiß hier. Ja, ich war jetzt auch das dritte. Ne, vierte. Auch vierte Mal drin. Meine Stops waren in der 9. Runde, in der 24., 39. und 54. und dann immer auf hart. Nur mit weich gestartet. Aber das erklärt natürlich dann auch, warum du so viel Vorsprung hast. Ja, aber normalerweise mit hart. Mit frischen Reifen? Ja, ich merke das schon. Also wenn ich frische Reifen habe, kann ich so manche Kurven ja, da zwei Gang höher durchfahren. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich war genauso oft drin wie Ali. Aber ja, ich habe das ja schon mal durchgespielt und da habe ich mir die Strategie dann einfach zurechtgelegt. Ich habe mir geguckt, wie lange jeder Reifen hält. Na ja, gut, jeder hat auch einen anderen Fahrstil und jeder Reifen hält, aber jedenfalls das auch irgendwann noch. Reifen 10 und die hatten 15. Bei mir halten die Reifen tendenziell ein bisschen länger, obwohl ich mit Gamepad fahre. Den harten bin ich 24 gefahren. Du mal 10 kriegen. Oh, hui. Oh, ich glaube, Ara ist nicht im Team. Mir ist nämlich immer noch kalt. Oh. Na, Kira hat es nicht gelesen, weil sie schon schläft. Nee. Ist ja auch so ein Dschungel-Junkie. Oh, so gut. Dann nimmt sich das Handy meist, aus und fertig. Nimmt sich das meistens mal auf. Ich nehm's auch auf. Ich guck's nicht. Okay. Ich auch nicht. Oh, Schlitten. Hinten ist das. Ja, jetzt nicht, ey. Grüne Strafe. Fick dich. Oh ja. Ey, das kann doch nicht sein. Bobo, du kommst nicht mehr rein, ne? Bis ich wüsste. Der Momo muss eigentlich noch mal reinfahren. Muss er das? Ja. Bist du sicher? Dreimal sogar noch, glaube ich. Was? Zweimal noch? Ja. Das halte ich für ein Gerücht. Ich aber auch für ein Gerücht. Einmal die Durchfahrtsstrafe. Ich hab noch 9 Runden. Ach, so eine Durchfahrtsstrafe. Für was kriege ich denn noch eine Durchfahrtsstrafe? Ach, weil du dran bist. Ach so, nee, ja, weiß, stimmt. Aber Alex muss noch mal rein. Kann doch mal rein, oder? Ne, du musst. Und dann holst du dir noch eine Durchfahrtsstrafe, weil das ist schon. Oder ich will mir einfach Regenreifen. Oder Regenreifen. Das wäre jetzt eine Challenge. Challenge accepted. Oh. Was macht ihr? Dagons hat irgendwen abgeschossen. Oh, Keule. Wenn? Ja. Das sah zumindest so aus. Komm, er hat gebremst und ich leider nicht. ich hab leider nicht so viel Zeit, dich diesmal so schick vorbeizulassen. Ach, das ist schon wieder Flo. Warum schießt den Affen nicht einfach ab, Mann? Dann bin ich doch vor ihm. Und jetzt kriecht er wieder vor mir rum, ey. Er fährt im Qualifying immer so schnell, aber im Rennen ist er irgendwie nicht ganz so. Er macht viele Fehler, er kommt immer ziemlich weit raus, das sehe ich gerade hier. Kann mein DRS kaputt sein, wenn ich es nie einsetze? Eingerostet. Festgegammelt.
Wir haben die guten Teile bei mir eingebaut. War mit Barrichello und Schumacher auch so. Ja. Bei Lanz und Räikkönen auch nicht anders gewesen. Wenn ich ihn abschieße, bin ich vorne. Mach's doch! Warte mal wirklich, mal sehen, was er dann in der Gruppe schreibt. Ja, du hast sie! Ich glaube, ich richtig pissig. Nein, ich bin ja Viererfahrer. Da der Momo kommt. Ah, ich glaube, das. Ich muss noch mal rein. Ja, das weiß ich. Das ist bei mir auch einkalkuliert. Man versucht den Abstand irgendwie so auf 36 Sekunden zu halten. Ja gut, vielleicht auch nur 35. Und großartig Fahrfehler darf ich nicht machen, wenn es aufgehen soll. Eben. Das ist ja noch ein kleines Spekulationsspielchen. Mhm. Das ist alles sehr, sehr knapp bemessen hier. Momo hat auch ordentlich Sprit gespart. Das heißt, er kann noch mal ein bisschen zulegen. Nein. Na gut. Bist du jetzt vor oder hinter ihm? Ich bin vor Momo. Aber du musst noch rein, oder wie? Ja. Wie viel Vorsprung hast du? 36. Ja, das könnte witzig sein. Das reicht. Jetzt würde es reichen, denke ich. Das reicht. Ja, aber ich muss jetzt. Reifen sind langsam. Aber Poppy, seine Reifen, die machen langsam. Die sind tot. Also, ich muss jetzt gleich rein. Nächste Runde. Momo, da wird's entscheiden. Alter, die Rester, verpiss dich. Geh sterben. Nee, bleib da, bleib da, bleib da. Ja, sicher. Regen. Glaube ich, der vierte oder fünfte Boxenstopp, ne? Moin. Bro. Wie viel? Glaube ich, fahre nur noch auf der Karkasse oder so. Ich hab ein Video. Blaue Ey, fick dich, der hat doch gerade überholt. Läuft der Hase. Ich bremse extra noch, lass ihn überholen. Auf einmal krieg ich eine Strafe. Blaue Flagge. Ey, fick dich, ich fahr gegen die Wand. Nein, fahr in Flo. Ach, Thomas. Ey, kann doch nicht sein. Ich hab ihn noch gesehen. Thomas? Ich fahr gegen die Wand. Ich lass den Typ noch extra überholen. Wegen wegen der Überholungsstrafe. Gerade überholen kriegt die Strafe. Ich find die Reaktion so geil. Ich schau gegen die Wand. Ich weiß Gott, ich bin nach dem, was das Fahrzeug zerstört. Das müsste man auf der echten Straße sein. Was, du hast nicht geblitzt? Ich fahr gegen die Wand. So, Momo. Hi, Momo. Tschüss, Momo. Ich kriege jetzt auch noch eine Verwarnung, Leute. Ja, hi, man. Wenn das in 2015 tschüss, immer noch so ist, dann spiele ich das Spiel nicht. Also, ich habe eigentlich wenig Probleme mit dem Bobs. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ab und zu macht mal einer so ein krankes Ding, aber eigentlich geht das immer. Ab und zu, ich hab's nur so. Am schlimmsten ist es, wenn sie am Lenken sind. Dann sind sie mal hier und mal da, irgendwann genau vor dir und dann kriegst du noch einen auf den Sack dafür. Ich glaube, in Monaco war das so extrem. Mhm. Ja, vor allem, wenn man dann auch noch in der Safety Car fährt. Oder sich in der letzten Runde auf einmal im Tunnel mault. Ja, genau. So dicht werde ich wohl nie wieder ins Treppchen kommen wieder. Seite durch die Historien jetzt noch ab. Hm? Seite durch die Historien jetzt noch ab. Ja, bringt mir auch nichts. Das, da arsche ich mich nur selber mit an, das weiß ich. Ralf hat dann genüsslich weiter und ich bin brei. Warst du drin? 19 Sekunden immer noch? Nach dem Boxenstopp? Ja, du hast aber auch 36 Vorsprung gehabt, ne? Ja. Ich hatte so mit 27 kalkuliert. Nee, 17.
Nee, hier ist nicht so, die, so lang. Da ist ja die Zufahrt, ja, und die Ausfahrt sehr kurz. Dass ich die 27 eingeplant habe. Ah, Frage jetzt, wie viele Spritreserven hast du noch? Och, ich habe noch für 4 Runden, aber die brauche ich ja eh nicht. Oh, weil die ja schon vor und sie sind. Ich habe die ganze Zeit plus 7 Runden gehabt. Ja, ich bin auch relativ schonend gefahren, deswegen kam Sven auch so. Aber jetzt habe ich Maldonado und der tanzt hier foodlos. Ja, das ist das Einzige, was ich, auf das ich jetzt noch baue, dass du irgendwelche Probleme hast durch Überrundung, dass ich jetzt noch rankomme und irgendwas passiert, aber... Wie viel Vorsprung hatten wir, Marcel? 20 Sekunden. Ja, klar, ich habe auch gedacht, der muss noch mal einmal mehr rein. Beziehungsweise, er wäre ja zweimal drüber gewesen, wenn ich nicht am Anfang so einen hohen Verschleiß gehabt hätte, weil ich mich das ein oder andere Mal verbremst habe am Anfang. Deswegen habe ich eine 3-Stop-Strategie fahren müssen, sonst wäre ich mit der 2-Stop durchgekommen und dann hätte ich dann wäre es richtig lustig gewesen, weil dann wäre ich knapp vor ihm gewesen. Ja, gut, aber das hätte ich dann auch mitgekriegt. Ich hätte ja die Möglichkeit, auf ja, hart klar. noch einmal zu gehen. Hat er nee, nicht drehen. Am Anfang ziemlich dadurch das Duell mit Bulli, das hat mich richtig Reifen gekostet. Ja, das hat mich schön Benzin gespart. Ein normaler. Weil ihr euch da so schön gebieft habt, dass ich da hinter dir bleiben konnte an die 4 Sekunden, ohne großartig Sprit zu vergeuden, weil ihr wart da so schön. Aber es hat aber Spaß gemacht. Hat Spaß klar. gemacht und hat mich aber, musste 8 Runden vorher rein, als eigentlich geplant war. Ja, ich auch. Wollte das erste Mal eigentlich in Runde 36 reinkommen. Kommt Halo noch an Poppy rein? Ja, das sieht so aus. Poppy hat aber auch... Meine Reifen sind aber auch wirklich tot jetzt. Die Kamera gewechselt, fuck. Sollte nicht passieren. Ach, und Halo, dass du Sven geholfen hast, hat mich so relativ peripher interessiert. Thomas noch da? Ich bin noch da, ich guck mal mit zu. Ben, ich glaube nicht, dass du noch an mich rankommst, es sei denn, ich mache jetzt noch einen groben Fehler. Ja, ich glaube auch. Zack, da ist er. Das ist rum jetzt. Ja, weil rein muss ich definitiv nicht mehr, deswegen habe ich dich auch wunderbar vorhin ohne Kampflinie da vorbeigelassen, weil warum soll ich mich anstrengen, wenn ich weiß, dass ich sowieso noch an dir vorbeikomme? Du bist ein Fuchs, Junge. Ja, wozu bin ich auch ein Fuchs? Verwarnung. Ein schlau wie einer, aber du riechst wie einer. Danke. Mal gut, dass das bis nach Hamburg riecht. Und eine buschige Rute. Wieso, ist das ein Eichhörnchen? Fuchs. Hey, oh. Halo, was ist los? Nein. Oh, nee. Jetzt musste Flo doch noch abschießen. Das ist so bitter, sowas. Das ist so ja, das bitter. Ist echt ätzend. Ja. Wären, glaube ich, noch 2 Runden gewesen, ne? Ja. ja. Halo, bist du da? Nee, der hat ja auch nee, nicht mehr gehabt. Nicht mehr. Ja, ich hab ja mit ihm eben auch noch. User in your channel, time down. Ganz komplett geflogen. Das ist natürlich das richtig ist scheiße. Eine Runde vor Schluss, ey. 2 Runden vor Schluss. Oder 2 Runden Schluss. Fuck. Das ist mies. Dann auch gleich eine Nullnummer, ne? Ja. Ja. Das ist mies, ey. Das heißt, nee, durch die ganzen Überrundungen könnte es vielleicht noch sein. Das hat noch 1, 2, 3 Pünktchen gekriegt. Okay. Zählen die dann noch? Wir sehen's ja, ja wenn er nicht aus den Punkten rausrutscht. Ah, okay. Wir sehen's ja gleich. Oh, trotzdem ärgerlich. Natürlich. Ja, natürlich. Ärgerlich. Zumal er hätte mich ja noch kriegen können. Ja, jetzt ist Ito derjenige, aber Ito ist, glaube ich, eine Runde zurück, ne? Ach, ich krieg hier keinen mehr. Wenn Flo keinen Fehler mehr vorne macht, dann fährt er als Dritter ins Ziel. Ja, das kann aber auch passieren, dass Flo wieder so kalkuliert hat, dass er zu eng kalkuliert hat, dass er da wieder irgendwo in eine Wand knuscht und dann wieder disqualifiziert wird. Und dann stehst du auf dem Treppchen, mein Lieber. Ja. Glaube ich aber nicht. Ach, Quatsch. Spinne. Also ich bin jetzt momentan noch Sechster. Ja, ich werde auch noch als Fünfter gelistet. Ja, ich denke mal, wir müssen erst an Halo vorbei, ne? Also, ich weiß ja nicht, ob ich 2 Runden voraus oder so. Ja, weiß ich nicht. Ist aber auch, meine, gut für ihn, aber eine blöde Regel, ne? Wenn das Auto kaputt ist, der ist ja nicht mehr da.
Ja, gut. Naja, aber die Überrunden, die Überrundungen zählen, ne? Ali, welche Runde bist du? Du musst dich ja erst wieder zurückrunden. Na komm. Mach Attacke. Meine Reifen sind ziemlich unten. Könne meine Reifen ziemlich. Was? Der Affe hat mir meine Reifen nicht gewechselt. Lol. Was ist denn mit ihm los? Was hat der denn da in der Box gemacht? Pause. Der hat mir meine Reifen nicht gewechselt. Vielleicht hast du ja keine Reifen mehr über gehabt. Hä? Ja, das kann sein. Aber was kannst du nicht dennoch Reifen wechseln? Nee, wenn du keine Reifen mehr hast, dann ist vorbei. Ich dachte, man kriegt dann irgendwie eine Strafzeit oder sowas. Ja. Nee. Also habe ich einen Boxenstopp gemacht, den ich gar nicht hätte machen müssen. Jo. Interessant. Halo ist ausgestiegen, aber wird als Vierter geführt. Hm. Dann listen wir ihn auch als Vierter. Ja, bis jetzt. Ja, natürlich. Das ist ja nur das Live noch momentan. Ja, gucken wir mal, was passiert. Ja, noch ist es. So eine Grütze, ey. Ah, guck dir mal die Zeit. Doch, der Platz, wo er steht, der passt. Aber hinten dran schon. Heißt zwar, dann did not finish, aber wenn er den fünften Platz, sag ich jetzt mal, halt in der Tabelle, ja, aber das dann kriegt er auch die Punkte. Immer noch die Live-Zeiten, ne? Bedenke das, Poppy. Ja, natürlich. Wer fährt denn noch zu Ende? Ich. Also ich fahr nicht. Nagel jetzt durch. Nee, Onkel Poppy steht ja. Gott sei Dank, alter Schwede. Did not finish, aber er kriegt trotzdem 12 Punkte. Also er hat. Ja, richtig. Es wird gewertet, na klar. Ja, klar. Aber ich wusste jetzt nicht, ob... Welch ärgerliche Aktion, liebe Freunde. Hat der Halo doch ein Disconnect gehabt. Allerdings war es nicht nur ein Disconnect, wie sich das hinterher herausstellte, sondern die komplette Internetleitung war tot gewesen. Und das 2 Runden vor Schluss. Das ist wirklich ärgerlich. Das tut mir echt leid für den Robert. Und ich hoffe, er verträgt es einigermaßen. Dafür wird er entschädigt und ist anstatt Zweiter, weil er hätte mich dann tatsächlich noch gekriegt, bin ich ganz ehrlich, meine Reifen waren sowas von fertig gewesen. Der wäre eigentlich Zweiter geworden. Hat er trotz seiner Überrundung, die er gemacht hat, dann doch noch den vierten Platz ergattern können und somit 12 Punkte. Der Alex hat gewonnen, welche Überraschung. Dann der Poppy, der ist hier da, spricht der Flo. Halo 4, wie gesagt. Ito 5, Momo 6, Darkons 7 und dann doch leider Gottes mit 2-3 Menschen, die dann doch ausgefallen sind aufgrund Disconnects und der Thomas, der sich doch so schön geärgert hat, hat sein Auto dann aus lauter Wut dann doch noch geschrottet. Ist aber auch etwas ärgerlich, wenn die Software nicht ganz so mitspielt, wie man das eigentlich als Mensch machen würde und dann wird man auch noch bestraft, weil die Software dann doch in einen reinfährt. Finde ich auch nicht so schön, aber that's life. Wir freuen uns auf das nächste Rennen in Spa dürfte das, glaube ich, sein und würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da, verpasst ihr nämlich kein Rennen, werdet benachrichtigt, das haben wir sonst so nicht. Danke fürs Zuschauen, bis dahin, ciao.